Die Emerging Markets haben sich in den letzten Jahren deutlich schlechter entwickelt als die westlichen Börsen. Geht diese Underperformance jetzt in Zukunft immer weiter oder gibt es vielleicht doch gute Gründe, dass sich das Ganze demnächst umkehrt und dass die Schwellenländerbörsen bald wieder die besseren Börsen sind? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Weihnachten haben wir jetzt hinter uns und das neue Jahr hat auch schon begonnen und schon sind wir alle wieder im gleichen Trott und auch die Finanz-YouTuber hier, die machen auch das gleiche wie immer. Die Edelmetallbullen sagen, Gold und Silber gehen jetzt durch die Decke. Die Crash-Propheten sagen, der Untergang ist nah. Und hier auf Zukunftsmärkte, da erzählt Ihnen Gerhard Heinrich wieder mal, die Märkte der Zukunft, das sind die Emerging Markets. Als ob er es inzwischen nicht besser wüsste, aber er lernt anscheinend auch nicht dazu. Ich hoffe natürlich, Sie sind gut rübergerutscht ins neue Jahr und sind auch warm rübergerutscht. Der Winter ist ja zurzeit ziemlich mild, sodass wir in Deutschland auch unsere Gassparziele jetzt wahrscheinlich erreichen. Ein Glück, dass wir die letzten Jahrzehnte so viel CO2 ausgestoßen haben. Das hilft uns jetzt beim Energiesparen. Aber wie auch immer. Heute geht es um die Emerging Markets und wie immer, wenn es um die Emerging Markets geht, das ist fast schon Tradition hier, gibt es erstmal eine Grafik, auf der man sehen kann, wie haarsträubend schlecht sich die Emerging Markets entwickelt haben. Das ist von der Seite vom MSCI, dem Indexanbieter, da kann man verschiedene Indizes auch miteinander vergleichen. Und wir sehen den MSCI World Index in grün und den MSCI Emerging Markets Index in orange ab Anfang 2010. Die Jahre vorher, die waren ziemlich gleichförmig, also ein starker Einbruch in der Finanzkrise, danach jeweils wieder eine starke Erholung. Aber so ab 2010, 2011 kann man sehen, wie es auseinandergeht. Der MSCI World Index, der stark dominiert wird ja von US-Aktien, der ist seit Anfang 2010, also in den letzten 13 Jahren, um 132% gestiegen, trotz der Korrektur letztes Jahr. So stellt man sich das natürlich vor als Anleger. Und dann aber der Emerging Markets Index, ein Trauerspiel. Und dadurch, dass die natürlich 2022 auch wieder korrigiert haben, dadurch sind wir heute da, wo wir 2010 auch schon waren, nach 13 Jahren ein Kursplus von 2,4%. Und das nicht pro Jahr, sondern insgesamt. Jetzt könnte man natürlich sagen, im MSCI Emerging Markets Index, da dominiert ja China und da ist es ja besonders schlecht gelaufen. Das stimmt auch im Prinzip, aber auch wenn wir China rausnehmen, hier mit dem MSCI Emerging Markets Ex-China Index, hier in Blau, die starten hier leider alle nicht am gleichen Punkt, aber man kann es, glaube ich, trotzdem sehen. Das war auch nicht viel anders. Auch da seit 2010 nur eine Seitwärtsbewegung unter hohen Schwankungen und ein Kursanstieg in 13 Jahren um 4,9%. Außer Spesen nichts gewesen. Und jetzt ist es ja eigentlich grob fahrlässig, wenn man die Emerging Markets immer betrachtet als einen festen Block, als eine Anlageklasse, weil Lettland ist natürlich was anderes als Brasilien und Ungarn ist auch nicht Vietnam. Vietnam zum Beispiel ist ein autoritärer Staat, Ungarn muss sich da noch ein bisschen anstrengen. Trotzdem würden viele Leute sagen, Vietnam ist ein ganz tolles Land, aber Ungarn, uah. Also das Image spielt natürlich da auch immer eine große Rolle. Aber die meisten westlichen Anleger, zumindest die scheren die Emerging Markets immer über einen Kamm und darum tun wir es jetzt hier auch. Wir können natürlich viel reden über die Vorzüge der Emerging Markets. Dass da 70% der Weltbevölkerung leben, zum Beispiel, dass die Demografie da günstiger ist, dass sie niedrigere Kosten haben, dass sie sehr wettbewerbsfähig sind, dass sie inzwischen für mehr als die Hälfte von der globalen Wirtschaftsleistung stehen und sogar für 67% vom globalen Wachstum, also mehr als zwei Drittel.
aber im Moment trotzdem nur für 13% der globalen Börsenmarktkapitalisierung. Aber das wissen Sie alles, das ist alles bekannt und es hat ja den Schwellenländerbörsen trotzdem nichts geholfen. Also warum diese Underperformance? Ein Ansatz ist, dass auch in den Emerging Markets das Wachstum nachgelassen hat. Hier haben wir eine Grafik von Ashmore seit 1999. Die hellblauen Balken sind das BIP-Wachstum in den Emerging Markets, aber nicht das absolute, sondern um wie viel es jeweils höher war als in den reichen Ländern. Und da sehen wir schon, in den Jahren vor der Finanzkrise, da war das Wachstum wirklich deutlich höher, aber in den Jahren danach, da hat sich der Abstand schon verringert. Und 2020, 2021 in der Corona-Krise, da war das zusätzliche Wachstum dann nur noch so bei 1,5%, weil sie sich natürlich auch nicht die großen Stimulusprogramme geleistet haben, wie in den reichen Ländern. Und die Grafik legt irgendwie nahe, dass dadurch auch die Underperformance gekommen ist. Und es stimmt schon. Dieses starke Mehrwachstum, das es früher mal gegeben hat, das gibt's jetzt nicht mehr. Dadurch ist die Attraktivität vielleicht auch für viele Anleger zurückgegangen. Aber ganz schlüssig ist es ja trotzdem nicht, weil die letzten 10 Jahre waren weltweit wachstumsschwach und wenn man dann immer noch durchgehend 1,5 bis 2,5% mehr Wachstum hat jedes Jahr, dann wäre das eigentlich ja trotzdem noch attraktiv. Aber behalten wir zumindest mal das Wort Stimulusprogramme im Hinterkopf. Ein zweiter Ansatz ist, dass die Emerging Markets stark von den Rohstoffpreisen abhängen und dass die auch miteinander korrelieren. Und man darf ja nicht vergessen, das letzte Jahrzehnt zumindest, das war auch für die Rohstoffe schlecht. Aber das ist natürlich alles ein bisschen veraltet. Natürlich gibt es Länder, die profitieren von hohen Rohstoffpreisen. Brasilien zum Beispiel oder auch Russland, das sich nur ins Ausgeschossen hat, leider im wahrsten Sinne des Wortes jetzt. Aber viele andere große Schwellenländer, so wie China, Indien, Südkorea und so weiter, die profitieren von hohen Rohstoffpreisen nicht. Und hier haben wir dazu auch eine Grafik von Wells Fargo, orange der Bloomberg Commodity Index, blau das Wachstum in den Schwellenländern. Das war in den letzten Jahren oft eher dann hoch, wenn die Rohstoffpreise niedrig waren. Umgekehrt wird vielleicht eher ein Schuh draus noch aus der Sache. Also wenn zum Beispiel in China das Wachstum hoch ist, dann steigen auch eher die Preise von Kupfer und Eisenerz, weil China da der größte Verbraucher ist. Und in dem Zusammenhang erinnere ich auch nochmal an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da haben wir diesmal nämlich wieder einen großen Rohstoffrundumschlag, also Öl, Kupfer, Nickel, Uran und so weiter. Wo stehen wir da? Wie sind da die Aussichten im neuen Jahr? Und die Reports von uns sind kostenlos und dieser Report, der geht morgen raus. Das heißt, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, aber der entscheidende Grund für die Underperformance der Emerging Markets, das ist was anderes. Es ist der starke Dollar. Und das ist hier wahrscheinlich auch schon bekannt. Die Grafik hier zum Beispiel, die ist von The Market aus der Schweiz. Und das gibt es ja in vielen Variationen. Der US-Dollar-Index und im Vergleich dazu die Performance der Emerging Markets relativ zu den Aktien der reichen Länder. Und der Zusammenhang ist völlig klar und das ist auch schon lang so, wie man hier sieht. Je stärker der Dollar ist, desto schwächer die Emerging Markets und umgekehrt. Und das hat nicht nur was zu tun mit Risikoaversion, sondern vor allem damit, dass man den Dollar und die USA immer noch wahrnimmt als den Rettungsanker der Welt, als den Inbegriff von Stabilität und dass man auf der anderen Seite die Schwellenländer immer noch wahrnimmt als, ja, als wahnsinnig riskant, als wahnsinnig anfällig auch für Kapitalabflüsse.
So wie es in der Asienkrise zum Beispiel ja auch war. Das ist jetzt allerdings auch schon 25 Jahre her. Und seit der Finanzkrise, da waren die Zinsen in den USA ja eigentlich am Boden. Aber für die Emerging Markets gab es trotzdem die ganze Zeit über diese sogenannte Tapering-Angst, dass eben irgendwann mal die US-Zinsen wieder nach oben gehen, dass dadurch der Dollarraum wieder attraktiver wird. Und dass die Anleger dann massiv Geld aus den Schwellenländern abziehen und die dann mehr oder weniger in sich zusammenklappen. Also eigentlich eher eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil mehr ist es ja im Grunde nicht. Und jetzt haben wir sie ja auch inzwischen, die US-Zinserhöhungen, Gott sei Dank, könnte man sagen, ist es endlich passiert, endlich sind wir soweit. Und ein paar Schwellenländer sind auch tatsächlich jetzt unter Druck gekommen dadurch. Die, die sowieso schon anfällig waren, Pakistan zum Beispiel, Ägypten, Sri Lanka, Kenia und so weiter, da wird es jetzt schon eng. Aber für die meisten Schwellenländer ist das gar nicht das große Thema, weil. Und das ist das, was man hier nie zur Kenntnis nimmt. Die Abhängigkeit von Auslandskapital oder von Geld in fremder Währung, die ist inzwischen viel niedriger, als viele glauben, weil die Schwellenländer natürlich auch dazugelernt haben. Die Grafik hier ist von Reuters. Da geht es zum Beispiel um die Schwellenländeranleihen. Der allergrößte Teil von denen wird inzwischen begeben in heimischer Währung und ist damit unabhängig von Wechselkursschwankungen. Und der Anteil von Anleihen in Fremdwährung, der hat sich die letzten 10 Jahre fast halbiert auf nur noch 12% und ist damit auch leicht substituierbar jetzt. Jetzt kann man aber natürlich sagen, naja, aber attraktiv ist der Dollarraum ja trotzdem geworden oder attraktiver durch die Zinserhöhungen. Aber ist es wirklich so? Ab 2021 ist die Inflation gestiegen, weltweit, in den Emerging Markets sogar noch stärker, weil Lebensmittel und Energie da auch einen höheren Anteil haben an den gesamten Lebenshaltungskosten. Und außerdem sind da ja die Währungen gefallen und das heizt die Inflation da noch zusätzlich an. Nur die Schwellenländer haben darauf auch viel schneller und viel konsequenter reagiert in der Regel. Und bei uns ist mit den Zinserhöhungen das Geschrei jetzt ja auch schon groß, aber machen wir uns nichts vor. Die Zinsen bei uns sind natürlich immer noch deutlich über der Inflationsrate. Aber die Emerging Markets, die haben ganz anders reagiert. In Brasilien, da haben wir jetzt einen Leitzins von 13,75%, in Mexiko von 10,5%, in Ungarn 13%, in Tschechien 7% und in Indien auch über 6%. Das ist Inflationsbekämpfung. Das ist eine konsequente Geldpolitik. Und dadurch haben wir die Situation hier, die Grafik ist von JP Morgan aus dem Guide to the Markets. Ich hoffe, man kann alles erkennen. Wir haben die Situation dadurch, dass wir in Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien und natürlich auch immer noch in den USA immer noch Realzinsen haben, die tief im negativen Bereich sind. Und das haben wir auch in ein paar Schwellenländern noch. Taiwan zum Beispiel, Taiwan, Korea oder auch die Türkei, die hier nicht mit drauf ist. Aber wir haben eben auch in etlichen Schwellenländern positive Realzinsen. Vor allem bei den großen drei, China, Indien und Brasilien. Also ist der Dollarraum wirklich attraktiver geworden? Natürlich nicht. Und trotzdem haben wir aber wieder das Tapering-Geschrei gehabt jetzt an den Börsen und die Schwellen in der Währungen sind auch wieder gefallen. Aber, und das ist ein hoffnungsvolles Zeichen, ein paar von den Marktteilnehmern haben es anscheinend doch geschnallt. Die Grafik hier ist von Bloomberg. Die Schwellenländerwährungen sind zum Dollar zwar schon gefallen die letzten 2 Jahre, wie man hier sieht an der dunkelblauen Linie, aber die Währungen der übrigen G10-Staaten, also die G9, wenn man so will, das ist die hellblaue Linie, die sind noch stärker gefallen. Und dadurch haben wir jetzt, das ist der grüne Chart, mitten in einer Tapering-Phase plötzlich eine Outperformance der Schwellenländerwährungen gegenüber den G9-Währungen. Und das ist doch ziemlich erstaunlich. Es ist was, wo man sagen könnte,
Anscheinend findet da wohl doch langsam ein Umdenken statt und man merkt jetzt wohl auch langsam, welche Währungsräume die eigentlich interessanten sind. Und vergessen wir auch eins nicht: Die Jahre, in denen die Börsen der reichen Länder jetzt die großen Outperformer waren, das waren auch genau die Jahre, in denen wir im Westen eine beispiellose Stimulation gehabt haben. Durch exzessive Neuverschuldung und durch Nullzinsen. Das war ja kein Normalzustand, sondern das war ein Exzess. Und das ist jetzt aber vorbei, wie wir wissen. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das in Zukunft immer noch die großen Outperformer sind. Weil in den Emerging Markets ist natürlich das Wachstum auch zurückgegangen. Aber die haben die ganze Zeit über gelebt mit positiven Realzinsen und sind trotzdem noch überdurchschnittlich gewachsen. Und jetzt schauen wir mal, wie sich unter solchen Bedingungen jetzt die reichen Länder schlagen. Man darf gespannt sein, ob die überhaupt noch wachsen können mit positiven Realzinsen. Also das sei schon mal dahingestellt. Ist jetzt vielleicht alles ein bisschen überspitzt gesagt, aber es waren hier einfach die letzten 15 Jahre natürlich keine normalen Zeiten seit der Finanzkrise, sondern es war schon alles auch eine relativ große Verzerrung. Ich gehe nicht davon aus, dass die Emerging Markets jetzt unter allen Umständen steigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine schwere globale Rezession kriegen würden, wenn weltweit alles runtergeht nochmal, dann trifft es die Emerging Markets sehr wahrscheinlich auch. Aber ich gehe davon aus, dass wir eine gute Chance haben auf eine Outperformance in den nächsten Jahren gegenüber den westlichen Börsen. Weil die Emerging Markets niedriger bewertet sind, weil sie strukturell besser dastehen in der Regel, aber eben auch darum, weil die Gründe, die in den letzten Jahren für die Outperformance der westlichen Börsen gesorgt haben, weil die gerade krachend in sich zusammenfallen. Und ein kurzfristiger Impuls für so eine Outperformance, das wäre jetzt eben zum Beispiel, wenn der Dollaranstieg jetzt auslaufen sollte, weil eben auch die US-Zinserhöhungen langsam auslaufen. Und es gibt ja auch nicht wenige Beobachter, die sagen, das hat bereits eingesetzt oder wir stehen zumindest kurz davor, vor dieser Zinswende. Und beobachten Sie dann aber nicht nur Aktien aus den Emerging Markets, sondern auch Bonds aus den Emerging Markets. Das Zinsniveau, wie gesagt, das ist da sehr hoch gerade. Und wenn es wirklich so kommt, dass jetzt die Inflation weltweit doch wieder eingebremst wird, zum Beispiel durch eine globale Rezession, dann wären natürlich die hochverzinslichen Bonds in lokaler Währung aus den Schwellenländern auch sehr attraktiv im Moment. Solche Bonds aus den Schwellenländern, die kauft man als Privatanleger am besten über Fonds oder entsprechende ETFs und da gibt es auch eine breite Auswahl an Produkten. Viele Anleger haben sich komplett verabschiedet aus den Emerging Markets. Es ist nachvollziehbar, man kann es keinem verdenken, aber ich halte das im Moment für einen Fehler und ich bin relativ zuversichtlich, dass ich hier in ein oder in 2 Jahren jetzt nicht nochmal eine Grafik zeigen muss, in der man dann sehen würde, wie stark die Emerging Markets wieder mal underperformed haben. Alles kommt irgendwann mal wieder, sogar Thomas Gottschalk und Peter Maffay. Aber davon abgesehen gibt es eben auch, wie gesagt, konkrete Gründe für eine Outperformance in absehbarer Zeit. Und bis dahin können Sie sich ja die Zeit vertreiben, zum Beispiel, wie gesagt, mit der Lektüre von unserem nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report zu den Rohstoffen, eben unter anderem Öl, Kupfer, Uran, der morgen rausgeht und den Sie bekommen können unter www.zukunfts-märkte.de. Und auf dem Kanal hier, da geht es demnächst auch wieder mal um China. China, wo wir ja gerade eine starke Erholungsrallye haben. Und China ist kein normales Schwellenland. China ist in vieler Hinsicht ein Sonderfall. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Idealerweise natürlich als neuer Abonnent von diesem Kanal. Aber ich glaube, das muss man nicht extra erwähnen, das ist sowieso klar. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.